Die Xanthoproteinreaktion ist eine Nachweismöglichkeit für Eiweiß. Die Blindprobe führen wir daher mit dem bekanntesten Eiweißlieferanten überhaupt durch, einem Ei. Zunächst wird das Eiklar vom Eigelb, dem Dotter, getrennt. Das Eiklar wird auf zwei Reagenzgläser aufgeteilt. Die konzentrierte Salpetersäure zeigt zunächst die typische Reaktion einer Säure mit Eiweiß. Sie denaturiert es. Das heißt, es bildet sich ein weißer Feststoff. Beim Erhitzen zeigt sich die typische Gelbfärbung. Der direkte Vergleich zeigt die ursprüngliche Eiklarlösung und das Produkt der Xanthoproteinreaktion. Übrigens, der Name Xanthoproteinreaktion verrät schon sehr viel, denn die Vorsilbe Xantho kommt vom griechischen Xanthos und bedeutet gelb. Und Protein ist ein anderes Wort für Eiweiß. Allerdings muss dieses in seiner Struktur aromatische Aminosäuren wie zum Beispiel Phenylalanin enthalten. Was eigentlich fast immer der Fall ist.